Willkommen zu Hand of Blood. Der Let's Player, der den Horror in dein Wohnzimmer bringt, in deine Küche, in dein Kapäuschen, in deinen Besenschrank. So, da sind wir wieder bei Dead Space 2 und ich öffne die Tür. Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, wie man den Waffenmodus wechselt. Okay, es geht direkt zur Sache. Dekompressionen hier voll am Gange. Oh, und was für Dekompressionen. Da flucht er direkt. Heilige Scheiße. What the? Was muss ich machen? Okay. Haben wir. Ja, jetzt passt mal gut auf. Guck mal auf mein Ziel. Achtung. Oh. Seht das? Mit der Leertaste. Das heißt, ich kann jetzt voll gezielt Gliedmaßen abtrennen. Wow. So. Jetzt aber gehen wir weiter. Das war ja hier schon mal sehr schön. Da sind wir fast ins All geflogen. Herrlich. So. Ja, was ist das hier? Den können wir nicht nehmen. Wieso können wir den nicht nehmen? Weil der bestimmt gleich aufsteht! Arschloch! Ja. Nee. Ja, da war der Hand of Blood wieder ein bisschen pfiffig, war der. So, was lootet der gute Herr? Credits. Und was ist das hier? Energieknoten. Mhm, für die Stase, glaube ich, oder? Na, egal. So. Was ist dies? Es ist so ein Speicherpunkt. Geil. Bestätigen. Ja, überschreiben. So. Hier sind noch Credits. Ich frage mich, wofür man die später braucht. Vielleicht gibt es hier dann so Automaten oder so. Ja, ein Shop. Das war jetzt ein krasser Zufall. Mechaniker Isaac Clark. Inventar wird mit Ausrüstung für CC-Mechaniker aktualisiert. Okay, ich hab da ein paar Knoten. Nee, Inventar, Shop. Save. Lege Objekte aus deinem Inventar hier ab, damit du sie später noch nutzen kannst. Du kannst sie auch gegen Credits verkaufen. Aha, Inventar, das sind Objekte, die du bei dir hast. Was könnte ich denn verkaufen? Nee, das brauche ich alles. Wie komme ich jetzt wieder zurück? F. Shop. Ja, shoppen wir mal. Mechanikeranzug. Kauf garantiert mindestens 10 Inventarslots und 5% Panzerung. Deine REG behält das höchste Upgrade für Panzerung im Inventar. Wie viel kostet der? 1000. Ich habe 10.000. Gönnen wir uns! Sicher, ja. So, habe ich den jetzt an. So richtig... Nee, geil. Ich habe die Grafik übrigens noch höher gestellt. Noch höher, liebe Freunde. Ich habe nämlich meine Grafik aufgepeppt in Sachen Treiber. Game Booster kann ich jedem empfehlen. Und ja. Wow. Jetzt bin ich ja übelst der Vernichter. Ich habe eine Mechanikerkleidung. Ja, Mechaniker im Einsatz. Geil. Oh, eine fette Maske. So, das war's. Mit Shoppen. Geil. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine fette Panzerung. Drücke Tab, um das eben... Ja. Mhm. Ups. Hey, was hat das jetzt? Irgendwas ist hier. Das sind schon wieder so eine... Na, egal. Das war schon wieder so ein Datendingens-Paket zum Vorlesen. Aber klappt nicht immer. Wow. Eintrittsvakuum. Okay. Befinden wir uns im Vakuum. Geil. Was ist hier? What the fuck ist denn hier los? Dieses ganze Raumschiff oder... Falls es ein Raum... Scheint eher eine Stadt zu sein, in der wir uns befinden. Jedenfalls ist hier... Alles voll im Arsch. Aber so richtig. Okay. Notfallankunft. Warnung. Ambulanzen. Achtung, Ambulanzen.
Alter, das ist geil gemacht. Ich höre genauso wenig wie ihr. Achso. Oh, schade. Also, ich gehe da mal gleich ans Fenster, nachdem ich hier eine Stasi-Station... Ne, ich hab genug Stasi. Also, gehen wir mal nach dahin. Oh, hier können wir was zerstampfen. Boah! Scheiße, was ist das denn? Junge, beruhig dich! Muss ich den besiegen? Den kann man doch... Na komm, ich will den Arm abmachen. Fuck, nachladen, nachladen. Junge, beruhig dich. Wir können auch Freunde sein. Das ist kein Problem für mich. Oh, wie er springt. Wegrennen ist keine Option, glaube ich. Komm schon, komm schon. Jetzt springt er gleich wieder so ekelig. Ja! Jawohl! Arm ist ab. Das habe ich gewollt. Und der geht auch gleich noch ab. Oh, jetzt krabbelt er auf einem Arm rum. Stase! Scheiße, habe ich nicht mehr. Ab zur Stase-Station! Ich schätze mal, jetzt kann er wenigstens nicht mehr... Ach doch, ist wieder aufgeladen. Boah, Junge. Behalt dein ekliges... Jawoll! Nächster Arm ist ab, Jungs. Aber ich habe gleich keine Muni mehr, habe ich das Gefühl. Wo ist er? Er ist down. Er ist down. Ich habe noch einen Schuss. Ich habe nur einen Schuss, aber ich habe ihn besiegt. Geil. Jetzt habe ich wieder ein paar Schuss. Voll der miese Special-Gegner-Endboss. Alter Scheiß. Alter Scheiß. Der war... Dana, ich bin jetzt außerhalb des Krankenhauses. Die Bahnstation ist gleich hinter den Apartmentblöcken. Warten Sie. Ich will noch mehr Antworten. Wie lange bin ich schon hier? 3 Jahre. Tideman fand sie in der Nähe von Aegis 7 durch das All treibend und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Der Marker, den sie fanden, hat ein selbstreplizierendes Signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wach sind, desto stärker wird es, bis es sie umbringt. Tideman gab ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, sie könnten das beheben. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich. Ich habe irgendwas in meinem Hirn und das bringt mich um. Und das Ding hat noch gezuckt. Jetzt schauen wir uns das mal an. Da ist ein Kopf. Und hier sind voll viel menschliche Arme und das ist hart widerlich und... Halbleiter Gold. Was ist ein Halbleiter Gold? Wo ist der Kopf? Wo ist der Arm? Und LOL! Oh, da sieht man den Kiefer. Sektor C sieht schlecht aus. Da haben wir Karies. Das ist nicht gut. Alter Scheiß, Mann. Mit dem kann man bestimmt gut Decken putzen. Oder Säulen. Oh ja. Ja. Alter, ist das ein Kraftgewicht. Das ist ja... fett, ey. Und voll widerlich. Voll der Fleischklops. So, ich sollte mich beeilen. Fahrzeugwartung. Oh, da liegt noch was. Fahrzeugwartung, das kann man... Ah, ich könnte auf ihn drauf treten. Ne? Soll ja was bringen. Er ist zu fett, ich erwische ihn nicht. Okay. Gehen wir jetzt erstmal hier lang, wa? Verschlossen, oh. Sowas. Dann werfen wir nochmal einen Blick aus dem Fenster, weil ich wollte jetzt gerne wissen, wo wir sind. Oh, ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Ach doch, jetzt. Gut. Ja, scheint eine Stadt zu sein. Fette Stadt. Und hier wird gerade das Krankenhaus evakuiert. Und ich frage mich, ob das hier in der ganzen Stadt, beziehungsweise auf den ganzen Planeten ist, diese Invasion oder... dieser Virus, keine Ahnung. Oh. Aufheben. Was hier alles rumliegt, so, ne? So. Freunde der Sonne. Was haben wir denn hier? Einen schönen Schacht. Jetzt geht's in die Tiefe.
In die Dunkelheit. Öffnen. Ja, hier sieht's ähnlich trostlos aus. Was ist das? Kann man das? Nein. Nee, das ist nichts zum... Oh, ja, da treten wir drauf, ne? Nee, das ist alles nicht zum Aufsammeln. Das ist alles nur Deko. Das ist, Credits. Schön. Können wir nachher wieder shoppen gehen. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Oh, noch mehr Credits. Geil. Geil. Ich kaufe mir da ein schönes Kleid oder so. Mal sehen, ob es das gibt. Das wäre voll Knorke. Schnieke, Dufte. Es wäre die Wucht. Die Wucht wäre das. So schön mit Spitzen und Rüschen und... Am besten in Pink. Ja. Dann kann ich mich diesen Viechern so farblich ein bisschen... anpassen. Setze bei Grip Objekt Chinese ein. Was? Ah, hier. Okay. Das ist... Hier können wir nicht lang, wie es aussieht. Da ist auch verschlossen. Dann krabbeln wir wieder durch irgendwelche Lüftungsschächte. Geil. Hier drin kann ich mich auch gar nicht wehren. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und nach links. Und hier geht's wieder auch schon raus. Sportlich. Ich bin Mechaniker. Und ich werde diese Leiche hochheben und in den Shop schmeißen. Audiolog. Audiolog gefunden. Alle Herren, hier spricht Sorensen von der CEC. Trennt ihre Extremitäten ab. Nur so könnt ihr sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht. Ja, das hatte ich ja schon dann selbst mir gedacht, dass ich die einzelnen Gliedmaßen abtrennen muss. Die Extremitäten. Ich kann meine Maus wieder... Was soll dir los? So, das sieht aus wie ein Werkraum. Schön. Schön. Hier ist ein Shop, da gehen wir nochmal rein. Shop. Strahlenkanone. Slicer mit breiten Strahlen und zielgesteuerten Minen. Primärfeuer, breiter Energiestrahl. Mehrere Objekte können gleichzeitig zertrennt werden. Sekundärfeuer, zeitgesteuerte Energiemine. Aha. Harpunengewehr. Speer abfeuern, Aufspießgefahr. Den zuletzt abgefeuerten Speer mit Elektrizität aufladen. Plasmaenergie. Geil, wie viel? 11.000. Hab ich, genau! Harpunengewehr aufspießen. Geil, dann kann ich die wieder voll nageln und so. Geil. So, wie wechsle ich Waffe? Waffe wechseln. 1, 2, 3. Ach ja, oder Mausrad. Geil. Geil. Ausrüstung aufrüsten. Ich hab kein Harpunengewehr. Ich kann hier Sachen aufrüsten. Harpunengewehr. Aha. Rick, das ist die Lebensleiste, glaube ich, auf dem Rücken. Stase-Modul. Dann werten wir gleich mal die Harpune auf. Oh Gott. Schaden, Sekundär. Feuer. Ups. Kapazität. Kapazität. Spezial. Nachladen. Damit wird ihr Nachladen um 0,25 Sekunden schneller. Geil. Wie komme ich denn jetzt zu Spezial? Da. Erweitert dein Sekundärfeuer um Explosionseffekt. Ich hätte gerne Kapazität. Um einen Punkt. Geil. Keine angrenzenden... Ah, ich muss das so alles aufbauen. Geil. Das heißt, ich muss das erstmal machen. Schaden, ist okay. Ist okay. Kann ich jetzt direkt das nächste Mal, wo steht denn... Ach, das kostet Knoten. Mhm, dafür habe ich die. Dann bin ich ja bald bei Kapazität, wa? Schade. Ja, jetzt habe ich keine Knoten mehr. Aber ich habe noch, Nachladen. Abgegradet um 0,25. Eine Viertelsekunde, das ist richtig wichtig. Zeit ist Geld, liebe Freunde.
Daher machen wir das auch. So, was liegt hier? Egal, gehen wir weiter. Wir haben jetzt ein Harpunengewehr. Das ist der Hammer. Achtung, hier spricht Direktor Tideman. Notfall ist eingetreten. Kriegsrecht. Okay. Oh! Oh! Junge! An die Wand genagelt! Ah, geil! So macht das Spaß. Oh, er kam aber schnell hier auf seinem Laufband. Junge, Junge, Junge. Der kleine Arsch. Na, nicht getroffen. Geil. Geil, geil. Plünderer werden sofort erschossen. Ja, das ja. Ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierungs- Okay. Ah, speichern. Speichern. Direkt nochmal. Bestätigen. Ja. Überschreiben, ja. Gut. Dann machen wir hier direkt mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge.